Hallöchen und ein schnurziges Willkommen zu Stardew Valley Expanded. Wir hatten in der letzten Nacht einen heftigen Sturm. Ich habe Angst. Hallo Vadim, so wie ich das sehe, hast du dich wirklich gut um dein Haustier gekümmert. Darüber freue ich mich sehr. Aber es gibt viele süße Tiere, die ein Zuhause brauchen. Wenn du Interesse hast, biete ich in meinem Laden Tieroptionen an. Tieradoptionen an. Du musst nur bedenken, dass eine Lizenzgebühr anfällt und dass jedes Tier seinen eigenen Napf im Freien haben möchte, sonst wird es unglücklich sein. Robin ist gerne bereit, gegen eine Gebühr zusätzliche Tiernäpfe zu bauen. Bis bald! Oh was, es gibt jetzt noch zusätzliche Tiere, die man halten kann? Also Haustiere, Hunde, Katzen, cool! Moin! Heute schenkst du mir nichts. Schäm dich. Frechheit. Boah, ist ja wieder alles voll mit Dingens. Mit Unkraut. Guck mal, da hat hier unten einiges weggeweht. Oh, da sind bestimmt auch einige von meinem Gemüse weg, oder? Nee, offensichtlich nicht. Gott sei Dank. Oh, guck mal, da unten liegt sogar noch. Ups, habe ich euch nicht aufgehoben. Boah, das wäre es gewesen. Wenn jetzt irgendwie... Oh, da hätte ich mich geärgert. Da hätte ich mich wahrscheinlich ganz krass geärgert. Wenn dann hier einfach der Sturm irgendwie ganz viel Zeug kaputt gemacht hätte. Oh, hätte mich das geärgert. Das war im ersten Harvest Moon schon so ätzend mit den Stürmen. Da, 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 da. Aber hier scheint noch alles tutti zu sein. Die Bäumchen sind alle noch anwesend. Oh, ach ja, stimmt. Das ist ja... Ich habe vergessen, die Blümchen zu ernten. Ach so, ist vielleicht mit Sturm gemeint, weil der Dingens gewechselt ist? Die Jahreszeit ist deswegen ein Sturm gewesen, damit dann die ganzen Dinger kaputt sind oder so? Oder was rechtfertigt den Sturm genau? Verstehe ich nicht. Aber wir müssen uns eh mal alles anschauen. Bei Mani brauchen wir heute, glaube ich, gar nicht auftauchen. Die hat montags ja immer dicht, die Alte. Da, 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 da. Ich muss erst mal gucken. Blumen. Nee, das waren, glaube ich, die generell Blumen. Wo habe ich denn das abgelegt? Ja, jetzt mach doch mal die Kiste auf, du Jockel. Da. Wo habe ich denn den Honig hin? Hier. Ja. Einmal Honig. Der Rest ist eigentlich Betriebskiste. Ein Stück Kohle. So. Hier ist auch noch alles gut. Oder haben hier oben noch welche gefehlt? Sind die hier oben weggeweht worden? Ich habe da jetzt überhaupt nicht mehr drauf geachtet. Ich glaube, da muss ich dann erstmal im Ding schauen. Im Dingens, in der Aufnahme, in der vorigen Folge, ob da oben schon drei Stück weg waren oder ob da jetzt was kaputt gegangen ist. Da muss ich dann gleich mal schauen. Und dann eventuell das neue hinsetzen. Hallo! Gibt's bei dir was Neues? Melonen, Tomaten, Blaubeer, Peperoni, Weizen, Mais, Rotkohl? Nee. Kirschen, Aprikose, Orangenkirschen, Apfel. Dehydrator. Platziere 5 Stück Obst oder essbare Pilze drin, um sie zu trocknen. Oh, nimm mir doch mit. Blumensträuße. Nee, da ist auch nichts Neues. Aber das Rezept nehmen wir doch mit. Nehmen wir Trockenobst oder wie? Alter, gibt's wieder neues Gezubbel zum Sammeln? Da, 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 da. Müsste eigentlich, glaube ich, Sommer sein, ne? Aber wir können ja noch mal die Beeren, die bleiben ja für den Sommer noch.
So, jetzt müssen wir erstmal wieder gießen. Haben wir eigentlich hier noch irgendwas zu gießen? Oh ja, die komischen Dingensbummens, ne? Die hier haben wir gestern nicht gegossen. Das haben wir ganz vergessen. Ich hätte jetzt mal Bock auf so eine Käsebrezel. Keine Ahnung, wie ich drauf komme. Eine Käsebrezel. Ja. Sonst haben wir, glaube ich, alles fertig. Schubidubidubdubdubdum. Ach ja, wir wollten, glaube ich, auch erst die Sprinkler fertig machen. Bevor wir den Chat oben, glaube ich, fertig machen. Ja, und wir hatten, glaube ich, in Arbeit unten die Ding zu bauen, ne? Die ganzen Häuser. Für unsere Maschinen, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Oh Gott, es tut mir leid für das Gähnen, ey. Aber ich sag ja, das ganze Wetter macht mich kaputt. Das macht mich richtig kaputt. Kreislauf, Kopf, etc. Das macht mich richtig fertig, das Wetter. Es tut mir echt leid, wenn ich hier so ein bisschen träge und, ich weiß nicht, kränklich oder so wirke. Aber mir geht's hier momentan echt nicht sonderlich gut. Und nein, ich muss nicht unbedingt aufnehmen. Ich müsste noch genug Folgen haben, zumindest für diesen Monat oder so. Aber ich habe halt gerade einfach Lust aufzunehmen, nachdem ich die letzten Tage, vor allem das Wochenende, viel Palworld aufgenommen habe. Und ja, mein Hirn ist auch gerade ein bisschen langsamer, es tut mir leid. La-di-da, la-di-da-di-da. Hallo, Freundens. Mix Piggy. Ist denn viel drinne? Oh ja, ist es. Ich glaube, da passt auch das, die ganze Milch und so nicht mal rein, ne? Nö. Da hat sich jetzt inzwischen einiges angesammelt, die ich mal behaupte, ne? Täte ich behaupte. Guck mal, das sind viele neue Sachen mit. Du. Ich brauche einen größeren Rucksack. Mein Hals kratzt. Kann ich nicht. Warum gibt es eigentlich kein Hotkey, wo man alles rausziehen kann auf einen Schlag?
Und, ups, guck, da haben wir auch neue Ziegenmilch. Perfekt, und hier haben wir das. So, Delle. Da, 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 da. Oh, Dinolino haben wir auch noch nicht gekuschelt. Wupp, wupp. Wupp, wupp. So, morgen gehen wir mal zu Mani und gucken mal nach mit den Haustieren. Ich bin mal gespannt. Vielleicht gibt es da ja sogar was Neues außer Hunden und Katzen. Oh, hallo, Mr. Key. Okay. Mysteriöse Kisten können jetzt gefunden werden. Okay. Ich bin gespannt. Der Tag, an dem Mr. Key seine komischen Kisten verteilt. Ich dachte schon, was ist das denn? Nice, interessant. Guten Morgen. Ich bin mal gespannt, wo man diese mysteriösen Kisten findet. Liegen die irgendwo rum? Kriege ich die, wenn ich irgendwas aufhebe? Oder wenn ich irgendwas tue? Mal sehen. Also ich habe mich im Vorweg noch nicht groß über das Update informiert. Ich weiß nur, dass es halt neue Sachen gibt, dass es neue Feste gibt, neue Items, glaube ich. Ich glaube mal, was gehört zu haben, dass es auch Neues zum Anpflanzen gibt. Aber ich weiß es nicht genau. Upsi. Aber es scheint wohl einiges Neues zu geben. Ich bin auf jeden Fall gespannt und lass mich überraschen. Und wir haben ja noch einiges vom Expanded haben wir noch zu erleben. Wir haben die Ingwerinsel noch vor uns. Also wir haben auf jeden Fall noch eine ganze Menge zu tun. Mö, mö. Nun, ihr wisst Bescheid, dass mit meiner Info zum Cheaten, da hat sich auch noch nichts dran geändert. Ich werde das weiterhin nutzen für bestimmte Gelegenheiten, damit das Ganze halt einfach ein Ticken schneller vonstatten geht, weil ich euch ja auch so gut wie es geht alles gerne zeigen möchte. Habe ich jetzt übrigens auch für Palworld so entschieden. Da habe ich ja jetzt dann auch letztendlich angefangen, ein paar Cheats zu nutzen, weil sich das Ganze doch mittlerweile sehr zieht, sehr schleppend vorangeht. Und sehr viel mit Grinden zu tun hat. Und gerade so für die stärksten Bälle und das. Ich sitze ewig dran, um ein paar Bälle zu machen. Nur dafür, dass ich 20, 30 Versuche brauche, bis das Kackviech endlich drin bleibt. Ja, deswegen habe ich da auch angekündigt. Ja, ich werde ein bisschen nachhelfen. Habe mir dann mit meinem Cheat-Programm zum Beispiel Bälle ercheatet. Oder halt auch Muni ein bisschen zurecht gecheatet. Aber so für die normalen Sachen ändert sich natürlich nichts. Ja, also ich habe jetzt bisher nur die Bälle und die Munition gecheatet, weil das sehr grindlastig war. Und aber jetzt, wenn wir zum Beispiel Sättel oder sowas herstellen oder ein neues oder eine neue Maschine oder irgendwas platzieren und bauen, das machen wir natürlich. Hallo? Das machen wir natürlich weiterhin auf legitimem Weg, weil sonst wird es ja auch scheiße. Ne?
Wenn man sich dann alles ercheatet, da brauche ich im Grunde auch nicht spielen. Eine Pomegranate. Danke, liebe Fledermäuschen. So, oh, wir müssen noch die Blümchen pflanzen für diesen Monat. Das habe ich gestern auch vergessen. Schande über mein Haupt. So, aber erst runter zu Mani. Mani, Mani, Mani. Ja, komm. Freu dich nicht immer, wenn ich dich anfasse. Nee, heute ist die Alte auch nicht da. Was macht der denn da oben? Heute ist die Alte auch nicht da. Heute ist ja fucking Dienstag. Ich hasse es. Guten Tag. Ja, guck, da ist sie, die alte schon Bracke. So, Blaubeer, Peperoni, Radieschen, Mohn. Nee, sieht immer noch so aus wie vorher. Na. Ja, wir spulen momentan eigentlich eher die ganzen Tage vor. Was ist das denn? Was ist das für ein Baum? Hallo, Baum? Huch, Moos? Okay. Moos, Naturgut. Eine besondere Art von Pflanze, die in schattigen Gebieten wächst. Okay. Moos ist auch neu. Haben wir bisher auch noch nicht gesehen. Überhaupt noch nicht. Das heißt, das ist ganz neu mit dem 1.6er jetzt wahrscheinlich dazugekommen. Fluppdi-bubli-bub. Huch. Da oben fehlt auch das Haus, ne? Da ist gar kein Haus mehr. Möglich, dass das durch das Update vielleicht ein bisschen... Na! Nya. Nee, warte, seid ihr nicht? Ein frühherbstlicher Leckerbissen. Okay, dann ist das doch Herbst. Da haben wir Lebaum. Lebaum. Dann haben wir hier das... Moos. Wo könnte ich mal Moos hinbringen? Keine Ahnung, was ich mit dem Moos anfangen soll. Ach, das kommt noch hoch. Oh, ich muss auch noch in unserem Gewächshaus gießen. Ich könnte Regen brauchen. Es dauert nicht mehr lange. Es war jetzt innerhalb von diesem einen Monat, war, glaube ich, ein Gewitter und einmal Regen. Ich brauche Regen und Gewitter. Viel Gewitter. Ich habe schon wieder die Blümchen vergessen. Die Blümchen. Hab ich denn noch Samen von den Blümchen? Nö. Muss ich kaufen tun. Und ich muss ja auch noch kuscheln. Reuam, der mir vorgestern Käse gebracht hat. Käse. So, einmal Blümchen kaufen. Für unsere Bienenschar. Die auch übrigens außerhalb, fast außerhalb der Stadt noch ist. Da haben wir ja auch ein Bienendorf aufgebaut oder eine Bienenstadt. Da müssen wir ja auch noch dran arbeiten. Oh ja, stimmt, da brauchte ich ja so verdammt viel Kohle, ne? Da habe ich ja, glaube ich, noch geflucht, weil ich so viel Kohle brauche.
Also nicht Kohle in Sachen von Geld, ne, sondern Kohle in Sachen von halt Holz oder Steinkohle zum Schmieden, weil scheinbar diese ganzen Bienenstöcke hier viel, 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 viel Kohle brauchen. So, guten Tag. Guck mal, ich habe euch neues Harmin. Gut. Ja, dann können wir eigentlich schon wieder ins Bett, weil ist nichts mehr Interessantes da. Heute ist Mittwoch. Heute will auch keiner arbeiten von den Mädchen. Von daher würde ich sagen, wir gehen einfach schlafen. Und können dann gerade wieder die Folge beenden. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann direkt in der nächsten Folge wieder. Also tschüss. Oh, wow. Diesmal speichert das ja aber richtig schnell, du. Na Mensch, das ist ja cool. Das hat ja, ne, ihr erinnert euch, das hat ja beim letzten Mal noch sehr, sehr lange gedauert, bis es gespeichert war. Und man dürfte übrigens auch nicht aus dem Spiel klicken, wenn man aus dem Spiel klickt aufs Desktop oder so, während diesem Speichermoment, dann ist ganz gerne das Spiel abgestürzt. Aber schön, dass das jetzt ein bisschen schneller geht. Das ist eine unheimliche Erleichterung. Das hat nämlich echt genervt. Gut, aber jetzt danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.